Hallo Leute und willkommen bei uns beim Würfelorden. Wie man unschwer erkennen kann, geht es heute um schwarze Numenora. Und zwar muss man leider sagen, sie sind nicht jedermanns Sache. Einerseits sind die Optik sehr, wie soll ich sagen, trifft nicht jeden Geschmack, ist wahrscheinlich am leichtesten gesagt. Wir haben einen sehr speziellen Stil, der halt eher angelegt ist an Saurons Mund, was auch nicht, vielleicht nicht unbedingt zum Beispiel nach Umbar passt und dergleichen. Und allgemein eher gewöhnungsbedürftig ist. Zusätzlich sind die schwarzen Numenora mit einer Posenvielfalt gesegnet von sage und schreibe 4 Modellen und sind auch preislich nicht gerade billig. Deshalb möchte ich im heutigen Video mit euch einfach mal verschiedene Optionen durchgeben, weil bei schwarzen Numenoran gibt es einiges. Grundsätzlich bieten sich natürlich Alternativmodelle an, zum Beispiel aus dem historischen Sektor, das sind zum Beispiel Russen von Fireforge. Die habe ich mir damals eingebildet, gefallen mir inzwischen nicht mehr für dieses Modell. Es gibt auch zum Beispiel von der Wale und so inzwischen Alternativmodelle aus dem 3D-Drucksektor. Aber auch Umbauten haben sich sehr etabliert. Zum Beispiel eine der gängigsten Varianten ist der halbierte Morgulritter. Das heißt an der Hüfte abtrennen, so wie ich es hier gemacht habe. Mit einem Krieger der Toten als untere Hälfte. Der Umhang wird dann einfach mit Green Stuff überarbeitet und man hat einen fertigen Krieger der Toten, also einen fertigen schwarzen Numenor, der passend zu den Morgul-Rittern ist. Auch das ist eine sehr, sehr schöne Variante, wo ich mir für Mordor so auch einige gemacht habe. Die leichtere Variante davon ist mit abgeförmten Köpfen der Morgul-Ritter und diese einfach auf die Krieger der Toten zu setzen. Da werde ich euch welche zeigen, die ich für den lieben Marvin gemacht habe. Aber heute geht es mir um den einfachsten Umbau, das heißt wir verwenden Bits und schauen uns so eine Möglichkeit an, schnell und einfach schwarze Numenora umzubauen. Heute möchte ich euch eine Variante zeigen, wie ihr sehr, sehr einfach schwarze Numenora eben bauen könnt. Das ist nur eine der Methoden, die man verwenden kann, aber dabei möchte ich euch einfach hier zeigen, was so geht. Grundsätzlich sind die Krieger der Toten für euch die optimale Grundlage, um einen schwarzen Numenora zu bauen. Das ist eine sehr gängige Variante, die zu nutzen und vor allem man muss eigentlich nicht viel ändern. Gerade aus den Modellen, die bereits ein Schwert haben, muss ich eigentlich nur den Kopf tauschen und kann das Modell entsprechend bemalen, dass ich einen schwarzen Numenora habe. Aber auch die normalen Krieger einfach mit entsprechenden Bits auszustatten und damit dann das Ganze zu machen. Köpfe, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr euch die Köpfe der Numenora abfärben, die Köpfe der Morgul-Ritter könnt ihr euch abformen, so das wollte ich sagen, und damit eigentlich schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Die Schilder kann man sehr, sehr gut verwenden, man kann auch alternative Köpfe nehmen, oder zum Beispiel, was sich auch sehr eignet, thematisch sind einerseits Köpfe von Numenoran zu verwenden, ist sehr einfach und problemlos hier einfach einen anderen Kopf zu setzen. Oder was ich sehr, sehr schön auch finde, sind die Köpfe der Haradrim. Die haben einen Turban, das passt ganz gut. Damit kann man es machen, das möchte ich euch nachher auch zeigen, wie das ausschauen kann, sowohl auch mit abgeformten Köpfen. Ein entsprechendes Video, wie ihr Köpfe abformen könnt, gebe ich euch in die Videobeschreibung. Dann braucht ihr noch Schwertbits, die könnt ihr euch von verschiedenen Kriegermodellen holen, Krieger von Minas Tirith, Numenora, da gibt es so viel, wo das theoretisch geht. Ich habe mir jetzt externe Schwertbits genommen, weil meine Numenora hier eher ein etwas anderes Schwertdesign nehmen sollten. Die Bits habe ich mir vom Passspiele drucken lassen, das ist halt jetzt meine Variante, mit der ich das machen möchte, aber das bleibt natürlich jedem offen. Das heißt, ich schnappe mir mal jetzt einen der beiden Krieger, der gefällt mir jetzt gut. Hab hier einen alternativen Kopf, ein alternatives Schwert. Ihr könntet jetzt natürlich die Schilder verwenden, die bei den Numenoran, also bei den Kriegern der Toten dabei sind. Das ist Geschmackssache. Ich verwende jetzt eigene Schilder. Und zwar habe ich hier nämlich so schöne Löwenschilder, die ich nehmen möchte. Und damit ist das eigentlich relativ schnell erledigt. Als erstes den Kopf abschneiden. Der Vorteil ist, die haben eigentlich immer Stoff- oder Kettenglieder hier herum, das heißt, das ist mit den meisten Köpfen sehr gut kombinierbar. Zum Beispiel könnte ich jetzt einfach den Numenora-Kopf von vorne oben drauf setzen und hätte bereits einen passenden Kopf. Das möchte ich jetzt nicht nutzen, weil der nicht in meine schwarzen Numenora an sich reinpasst, wie die nachher ausschauen. Dann dränge ich noch das Haltgelenk ab, entsprechend auch hier beim
Bit. Das sind jetzt Skeletthände, die muss man natürlich, das muss man mögen. Auf dem Modell erkennt man nicht, dass das ein Skelett gewesen wäre. Und dann eigentlich ist es relativ easy. Ich passe den Kopf entsprechend an, dass der hier drauf passt. Das ist eigentlich hier schon fast gegeben. Da hinten noch ein bisschen eine gerade Linie schneiden und dann ist das Ganze schon erledigt. Dann setze ich mal den Kopf drauf, lasse den kurz aushärten, damit das dann auch entsprechend fest ist, wenn ich mit dem Schwert beginne. Man sieht schon, der Kopf schaut ein bisschen seitlich. Finde ich sehr, sehr schön. Die Köpfe, die ich jetzt zum Beispiel nehme, die sind von Fireforge Miniatures von den Russen. Die habe ich noch über gehabt und die passen einfach in mein Design sehr, sehr gut rein. So, jetzt machen wir noch den Schwertarm fest. Wenn ich Resin auf Plastik kleben muss, mache ich das immer so. Ich nehme ein bisschen an Holzleim dazwischen. Nur ein ganz, ganz kleines Tröpfchen, weil der Sekundenkleber reagiert auf Feuchtigkeit und der Holzleim bietet die sozusagen und hat dadurch auch den großen Vorteil, dass er, dass es länger hält, weil der Leim an sich natürlich auch schon klebt. Muss man natürlich aufpassen, dass das dann nachher nicht zu sehr irgendwie absteht. Das kann man aber nachträglich noch richten. So, damit hätte er jetzt schon mal ein Schwert. Das ist jetzt meine Variante. Natürlich, das kann ich mit jeder Form Schwert machen, die mir persönlich gefällt. Und zu guter Letzt gebe ich hier noch ein Würflordenschild drauf. Und fertig ist der Krieger. Und man sieht eigentlich, wie schnell ich gewesen bin. Ich hatte jetzt in 5 Minuten einen entsprechenden schwarzen Numenor umgebaut und brauchte ihn nur mehr passend bemalen. Und er passt perfekt jetzt zum Beispiel bei mir in meine Umbar-Streitmacht. Der große Vorteil ist natürlich, Krieger der Toten bekommt man wahnsinnig billig, gerade durch die Starterbox. 20 Modelle sind eigentlich nichts. Und ihr habt da drin eigentlich fast alles drin. Ihr habt schon mal pro Bogen, ich glaube, 3 oder 4 Schwertposen. 4 Schwertposen müssten es sein. Das heißt, die braucht ihr gar nicht ändern, außer dass ihr den Kopf abschneidet. Ihr habt die Schilder schon drin. Ihr müsst euch nur um andere Köpfe kümmern, abformen, von einem anderen Modell nehmen oder ähnliches und schon habt ihr dann eine Möglichkeit. Hier habe ich jetzt eben historische Bits verwendet, ihr könnt euch Bits bestellen beim Koboldnest, beim Bitsmith, die sind beide da sehr, sehr gut ausgestattet, da kann man sich was anschauen, was einem gefällt, dass man passende Köpfe nimmt und so weiter und schon hat man hier wirklich eine schöne Varianz. Und jetzt möchte ich euch die hier eben noch bemalen und dann zeige ich euch in Summe einfach mal, was für verschiedene Varianten ich inzwischen gebaut habe. Ich habe, wie gesagt, ich habe schon welche gemacht aus Hälfte, Hälfte, Morgulritter und Krieger der Toten, welche mit abgeformten Köpfen der Morgulritter und verschiedenste Varianten, dass ihr einfach seht, was hier alles möglich ist. Und den lasse ich jetzt trocknen und werde ihn dann mal grundieren. Hier habe ich für euch noch die schwarzen Numenora mit abgeformten Köpfen der verschiedenen Varianten, einerseits mit Morgul-Ritterköpfen, aber auch mit dem Ritter von Umbar und ähnlichem. Dann einfach verschiedene Schilder, die ich noch da gehabt habe und Schwertbits zusammengeschustert, sage ich einmal grundsätzlich. Die Schilder sind großteils eben aus dem bestehenden Set der Krieger der Toten, aber auch von Morannen, Orks und Co. Und die Schwerter sind alles, was man irgendwie so über hat. Und so kriegt man auch sehr leicht und günstig, wenn man hier abformt und mit zweiteiligen Green Stuff Formen, also Bluster Formen arbeitet, tolle Ergebnisse hin. So, das sind jetzt die fertigen Numenor, die ich mir gebaut habe, die Löwengarde für mein Umbar mit den Köpfen von Fireforge für die Russen, zusätzlich hier mit den Haradrim Köpfen, auch die sind sehr, sehr gut geworden. Numenor habe ich mir jetzt keinen gemacht, Numenor Kopf, aber hier seht ihr einfach, es ist wirklich nicht schwer, sich aus den Krieger der Toten wahnsinnig schöne Alternativmodelle für die schwarzen Numenorer zu machen. Hier habe ich mich eben für ein schwarz-goldenes Farbschema entschieden, damit ich ein bisschen mehr auf dieses Umbar passe. Ihr habt schon gesehen, bei den anderen habe ich schwarz-rot eher Richtung Mordor. Die Alternativmodelle von Marvin habe ich euch auch schon gezeigt. Einfach mit einem passenden Kopf abgeformt, also auch wirklich, wirklich einfach. Und so passen die halt
sind vielleicht nicht optisch ident mit den Modellen von Games Workshop, aber definitiv als schwarze Numenor zu erkennen und ein wirklich leichter Umbau, den jeder hinkriegen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, die Modelle gefallen euch und ihr seid zufrieden. Lasst mir doch einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Die Löwengarde möchte ich euch auch nochmal zeigen, wenn ich sämtliche Modelle fertig habe. Ich glaube, ich habe jetzt 10 bemalt oder 11 und insgesamt sollen es doch 20 werden mit allen Optionen. Das heißt eben Banner wie hier und dann noch einen Horn noch dazu, also wirklich einmal quer durch die Bank. Aber da zeige ich euch mehr. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten und tschüss. We'll be right back.